So, und damit sind wir jetzt in Rathenow. Ja, eigentlich keine so schöne Stadt. Mehr Chaos wie alles andere. Deswegen jetzt ab in die Heimat. Dann seht ihr die auch mal. Aber schon noch ja keine Mitfahrtsvideo. Doch ganz früher, oh, das ist schon lange her, da habe ich das mal gemacht. Jetzt sind wir ja hier. Na, hier kenne ich mich aus. Hier bin ich oft mit Taxi in der Stadt. Das ist hier nichts Neues für mich. Überhaupt nichts. Gott, dann habe ich aber auch erstmal die Schnauze voll für heute. War mal bis in Wismar gewesen, ey. Meine Fresse, reicht wirklich. Ja, erstmal reicht es. Mann, ey, die Drecksampeln hier. Überall hast du die Kacke. Das braucht das ewig. Müsste so wie ein Eurotruck sein, Alter, wo die Ampeln richtig schnell scheinen. Also, ein Eurotruck, Alter, da wartest du nicht mal 3 Sekunden, ist die Ampel schon um, Alter. Mensch, jetzt fahr ich hier. Hier kommt doch irgendwo ein Blitzer. Irgendwo kommt hier einer. Ja, ja, gucken wir hier.
for science from space. Thank you.
For me, it's very memorable. Mein Zuhause schon auf der Karte. Ja, jetzt habt ihr mal so ein bisschen den Brandenburger Stadtverkehr. Stadtverkehr. Den sehen wir auch irgendwann noch. Das geht noch mehr ab. Fahr ich wie eine besenkte Sau. Aber hier kenne ich die Straßen. Hier ist normal, dass man so fährt.
Andere fahren doch in ihre Hut hoch so. Da überholen sie mich da auch wie eine Sau. Dann kann ich das in meiner Hut hoch machen. Wenn sie alle schon so langsam fahren, ich weiß, wie schnell ich hier fahren darf. Ich sag, das war noch normaler Fahrstil. Fahrt mal bei mir auf dem Nürburgring mit, Junge. Das ist das Einzige, was ich hier liebe in meiner Hut. Hier kannst du fahren, wie du willst. Hier kennt mich jeder. Und das Geilste ist, ich kenne die Straßen. So. Wenn wir Glück haben, kommen wir mit rüber. Weil die Ampeln schalten hier so schnell. Und die Straßen sind ja alle kaputt. Also nur mal so nebenbei. Ja, jetzt schaltet sie um. Aber noch Glück gehabt. Wäre so voll hier in die Stadt. Hier ist immer was los. Wir sind ja hier noch am Anfang. Wir sind ja hier in der Nähe, wo ich wohne. Es gibt noch schlimmere Gegenden. Wenn ich nur auf dem Zentrumsring irgendwann mal fahre, dann. So. Sind wir in der Nähe von meiner Arbeit. Und meine Wohnung ist hier auch in der Nähe. Ja, das bleibt ja heim. Das bleibt ja heim. Ich werde jetzt erstmal zum Döner fahren. Hä, wo blinkt er denn hin? Ach, hier, wenn ich die Brücke sehe, dann bin ich zu Hause. Die Brücke ist zu Hause. Also nicht die Brücke, nicht unter der Brücke, sondern hinter der Brücke. Hier wohne ich. So, mehr sage ich nicht. Der Rest bleibt geheim. Oh, rot. Ist ja klar. Aber wir sind eigentlich da, ja. Also eigentlich sind wir zu Hause. Wie spät ist es jetzt? 16 Uhr? Oh, ich hab heute noch nicht gegessen, Digga. Ich war den ganzen Tag unterwegs. Nee, Wochenende wäre ich erstmal ein bisschen entspannt. Auf alle Fälle, ja. Sein Auto musste ich auch mal entspannen. Ich war jetzt 4 Wochenenden hintereinander unterwegs. Immer was anderes Thema. Nur leider keine Mitfahrvideos. Ja, ich denke daran manchmal nicht. Ruhig in Sachsen oder so hätte ich ruhig mal ein paar machen können. Von Sachsen haben wir nämlich noch ja keine. Niedersachsen ja auch nicht, wo ich war am Harz. Siehst du, das hätte sich super angeboten. Aber ich habe in dem Moment auch nicht dran gedacht, oh, was macht ihr denn hier? Ey, das ist so eine Katastrophe hier jedes Mal. Wirklich. Komm hier, Pias, ich will zum Döner jetzt. Ey, was der für Lücken hat hier? Warum hat denn der gebremst? Der Affe. Okay, da erzählen wir. So, beeilt euch, weil jetzt gleich wird rot. Wetten, ich stehe gleich. Komm, fahr, es wird gleich rot. Was macht er denn? Digga, hä? Wo wollt er denn gerade hin? Wollt er Bus spielen oder was? Jetzt ist rot. Ja, hier ist aber auch die 98 vorbei. Jetzt ist Ende. Hier geht's glaube ich nicht weiter. So. Wissen, wir können ja jetzt hier noch kurz rumfahren. Wisst ihr, wie weit die L89? Ich glaube, die geht bis zur B102. Weiß ich nicht, ich bin mir nicht sicher. Ich habe immer gesagt, hier ist Ende. Weil hier kommt nur noch 30er-Zone und scheiße alles. Ach Mann, ey, ich hasse das hier zu stehen. Die Sonne stört total. Mann, die Sonne nervt. Seh nicht! Wie lange haben die denn grün da, ey? Das kann doch nicht sein schon wieder. Oh, los! Ja, okay, hier ist Schluss. Okay, Freunde! Habt ihr mal ein bisschen von Brandenburg an der Havel was gesehen? Irgendwann werden wir mal hier noch ein bisschen ein paar Touren noch machen. Wir haben ja hier noch Landstraßen hier oben drumherum. Also da werden wir auf jeden Fall noch mal ein bisschen was machen. Gut, ich werde mir jetzt erstmal meinen Döner gönnen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann und ciao!